Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Michel und ich zeige euch heute einige Übungen, damit ihr in eurer InShape Challenge noch erfolgreicher werdet. Ziel dieser Übungen ist es, auf der einen Seite eure vorhandene Muskulatur zu kräftigen und auf der anderen Seite euren täglichen Kalorienbedarf so zu erhöhen, dass ihr euer Ziel schneller erreicht. Dazu beginnen wir mit folgenden Übungen. Wir beginnen nun mit dem Workout. Als erstes gehen wir auf der Stelle. Wichtig ist, dass wir jetzt eine Minute lang auf der Stelle gehen, um den Körper ein wenig aufzuwärmen. Wir wechseln nun in den lockeren Laufschritt. Ihr werdet merken, dass das alleine schon ein wenig anstrengend wird. Wenn wir die erste Minute geschafft haben, wechseln wir als nächstes in die Kniebeuge mit Frontheben. Dazu stellen wir gleich die Füße hüftweit auseinander und nehmen die Arme gestreckt vor den Körper. Wir beginnen nun mit der Kniebeuge. Dazu die Füße hüftbreit, die Arme vor den Körper, runter in die Kniebeuge. Wie ich zu Beginn sagte, führen wir das Ganze 15 Mal durch. Wir bewegen uns 2 Sekunden zum Boden und 2 Sekunden wieder nach oben. Wichtig hierbei, achtet auf eure Kniespitzen, damit sie immer hinter den Fußspitzen bleiben. Noch 9. Noch 7. Die letzten 5 halten wir 4 Sekunden am Boden. 2, 3, 4. Noch 4. 2, 3, 4. Noch 3. 1, 2, 3, 4. Noch 2. 1, 2, 3, 4. Einen letzten. 1, 2, 3, 4. Um die Beine ein wenig aufzulockern, wechseln wir in den gezeigten Sidestep. Dazu 4 Mal pro Seite das Knie und den Oberkörper zusammenführen. 3, 4. Wieder Wechsel. 1, 2, 3, 4. 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 Mit jeder Ausführung werdet ihr merken, wie das Ganze flüssiger abläuft und ihr mehr Spaß daran entwickelt. 1, 2, 3, 4. Wir wechseln nun in den Ausfallschritt, nehmen die Arme neben den Körper und bewegen uns mit den Knien zum Boden. Auch hier wieder auf die Ausführung achten. 2 Sekunden absinken, 2 und 2 Sekunden wieder raufgehen. 1, 2, 1, 2. Sollte euch das Gewicht an den Armen zu leicht sein, dann nehmt ihr entweder die 0,5 Wasserflasche oder die Gelflasche von Forever. Und schon wird es in der Schulter und in den Armen anstrengender. Auf der Seite noch 9. Noch 8. Noch 7. Auch hier könnt ihr zum Ende die Übung erschweren, indem ihr einfach die letzten 5 Wiederholungen die Knie unten am Boden haltet und für 4 Sekunden in dieser Position verharrt. Also 1, 2, 3, 4. Und wieder runter. 1, 2, 3, 4. Noch einmal runter. 1, 2, 3, 4. Noch 2. 1, 2, 3, 4. Einen letzten und dann Seitenwechsel. 1, 2, 3, 4. Wir wechseln die Seite und ihr merkt, dass die Beine schon ein wenig müde sind. Die Arme wieder neben den Körper strecken. 2 Sekunden runter und 2 Sekunden rauf. 2, 3, 4. Darüber das Lächeln nicht vergessen. 5,
6, 7, 8, 9, danach noch 5-mal halten und ihr habt diese Übung schon geschafft. 10, nun 5-mal halten. Runter, 1, 2, 3, 4 und wieder rauf. Kurze Pause und wieder runter. 1, 2, 3, 4. Wieder rauf, Pause und wieder runter. Achtet hierbei auf eure Fußspitze, dass ihr die noch seht. 3, 4, noch 2 Wiederholungen. 1, 2, 3, 4. Eine letzte, einfach durchhalten, eine Übung noch. 1, 2, 3, 4. Ruht euch ganz kurz aus, atmet einmal tief durch, bevor wir in den Sprint wechseln. Dazu die ganz normale Körperposition wieder einnehmen. Konzentriert euch und sprintet eine Minute auf der Stelle. Hebt die Knie richtig an. Ich weiß, die sind jetzt schwer. Trotzdem ist es für euch wichtig, um euer Ziel zu erreichen. Auch wenn ihr aus der Puste seid, achtet darauf, die Knie richtig anzuheben. Geht mit dem Körper leicht nach vorne und hebt die Knie richtig an. Noch 30. Richtig anheben die Knie. Ich weiß, es wird schwer, haltet einfach durch. Noch 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Ende. Das habt ihr super gemacht, Freunde. Ihr merkt selber, ich bin auch ein wenig aus der Puste. Trotzdem gehen wir direkt in die nächste Übung. Die Sumo-Kniebeuge. Dazu die Füße weit auseinanderstellen, die Fäuste auf Schulterhöhe. Wir bewegen uns 2 Sekunden mit dem Körper zum Boden und strecken die Arme über den Kopf. Ihr werdet merken, dass ihr in dieser Übung wieder ein wenig Puste bekommt. Konzentriert euch auf die Atmung. Das ist schon Nummer 3. Tief ein- und ausatmen. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nummer 10. Auch hier halten wir die letzten 5 jeweils ein paar Sekunden am Boden. 1, 2, 3, 4. Kurze Pause. 1, 2, 3, 4. Noch 3. 1, 2, 3, 4. Und wieder rauf, noch 2. 1, 2, 3, 4. Noch einen. 1, 2, 3, 4. Das ist super, wir haben über die Hälfte der Übungen bereits geschafft. Wir wechseln nun in den Crunch. Ihr stellt die Füße auf den Boden, legt den Oberkörper nach hinten, nehmt die Arme neben den Körper und bewegt euch im 2-Sekunden-Rhythmus einmal ganz aufrecht und wieder auf den Boden. Schön langsam und gezielt, damit die Bauchmuskulatur auch dementsprechend angespannt ist. Sollte euch diese Übung zu leicht sein, dann nehmt ihr einfach bei den nächsten Wiederholungen die Arme hinter den Kopf und schon merkt ihr, dass mehr Gewicht am Bauchmuskel hängt. Wir machen nun die nächste Übung und wechseln in die Plank. Dazu einmal mit dem Oberkörper zum Boden, die Hände schulterbreit auf den Boden stellen, die Füße hüftbreit, der Oberkörper in einer Linie und wir halten für 60 Sekunden. Sollte das für einige von euch noch zu leicht sein, dann könnt ihr abwechselnd das linke und das rechte Bein vom Boden anheben. Immer für 4 Sekunden halten. 2, 3, 4 und Wechsel. 2, 3, 4. Noch einmal. 1, 2, 3, 4 und Wechsel. 1, 2, 3, 4. Wenn wir hier die Minute geschafft haben, geht es sofort weiter
und wir wechseln in die Elbow Plank. Das ist eine kleine Abwandlung, die die Arme ein wenig entlastet und trotzdem den ganzen Körper auf Spannung hält. Dazu gleich einfach mit den Ellbogen unten auf den Boden gehen und den Rest der Übung gleich durchhalten. Wir wechseln also in die Elbow Plank. Auch hier wieder eine Minute die Übung durchhalten. Ihr seht, wie der Körper anfängt zu zittern. Es sind also alle Muskeln angespannt. Noch 40 Sekunden. Sollte es hier einigen zu leicht werden, kann auch hier wieder das Bein nacheinander angehoben werden. Noch 20 Sekunden. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, nochmal alles geben, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und kurze Pause. Wir wechseln wieder in den Stand, um einige Hockstrecksprünge zu machen. Dazu gehen wir als erstes runter auf den Boden, berühren einmal mit dem Brust im Boden, gehen wieder hoch und springen einmal in die Höhe. Das Ganze in zügiger Abfolge. Nummer 3, Nummer 4, Nummer 5, Nummer 6, 7, 8, 9 und 10. Ihr merkt, dass das Herz schlägt, ihr verbrennt Kalorien. Als nächstes nehmen wir den Hampelmann, das ist unsere vorletzte Übung. Dazu am Anfang die Füße hüftbreit stellen, die Arme neben den Körper strecken. Und jetzt immer abwechselnd die Arme schließen und wieder auseinanderführen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Auch das führen wir eine Minute lang durch. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28 und 30. Wir machen nun die letzte Übung und ihr seid schon durch mit eurem ersten Training. Dazu wieder auf die Matte, die Knie auf den Boden aufstützen, die Hände vor den Körper nehmen. Wir beginnen mit Damenliegestütz. Um die Spannung auf dem Arm zu erhöhen, nehmen wir die Hände eng vor den Körper. Berühren mit der Brust den Boden und gehen langsam wieder rauf. Hier ist wichtig, dass ihr den Oberkörper unter Spannung haltet und ganz langsam mit der Brust den Boden berührt und euch wieder raufstellt. Auch hier ist es so, sollte das für euch zu leicht sein, geht ihr wieder in die Position wie bei der Plank, geht mit der Brust runter und drückt euch wieder rauf. Das Ganze noch 5, noch 4, noch 3, noch 2 und einen letzten. Wir gehen nun hoch, klopfen ein wenig den Staub ab und freuen uns, dass wir mit dem ersten Training durch sind. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei eurer InShape Challenge. Euer Thorsten Michel.